scene. You read it so obsessively, you can't see clear anymore. Das Thema heißt, wir sind alle Ausländer. Und es geht dabei um Themen, die heute, oder um ein Thema, das heute hochaktuell ist. Migration. Migration ist nämlich mehr als ein Wechsel in einen neuen Zustand. Und viele wissen das nicht. Deswegen gehen Sie mit mir auf meine eigene Reise. Ein wunderbarer Freund, der gerade dabei ist, hat mich auf diese Idee gebracht, heute genau über dieses aktuelle Thema zu erzählen. Das, was ihr heute hören werdet, habe ich selbst erlebt. Mein Vater sagte mal zu mir, bitte sprich nur über Dinge, die du erlebt hast. Und damit du weißt, worüber du sprichst, ist es sinnvoll, auch so viel wie möglich selbst erlebt zu haben. Okay, du kannst auch gerne auch genau hinhören, wenn jemand über sein Erlebnis erzählt. Du findest dort deine Wahrheit. Und da bin ich gespannt, welche Wahrheit ihr dabei findet werden heute Abend. Also Migration, habe ich schon vorher gesagt, ist mehr als ein Wechsel in einen anderen Zustand. Der Sinn der Migration ist immer persönlicher Natur. Manchmal finanziell, manchmal politisch, manchmal religiös oder nationalistisch, zum Beispiel Verfolgung, Nichtakzeptanz oder einfach eine persönliche Vision, dass es irgendwo was Besseres gibt. Und den Satz mit der Migration, den werdet ihr nochmal hören, den kannst du dir aufschreiben, weil diese Zeit ist wirklich eine bewegte Zeit, wenn es um Migration geht. Das hören wir andauernd in der Presse und überall. Und mache dir bitte heute, nachdem du meine Erzählung gehört hast, dein eigenes Bild, ob Flüchtlinge, Vertriebene, Asylsuchende und Migranten nur ein momentaner Aspekt sind. Wisst ihr, der angewandte Begriff der Migration entspricht nicht die Meinung eines Einzelnen oder einer Mehrheit, die damit etwas ausdrücken will. Es ist mehr dahinter. Meine Geschichte fängt an 1957/58. Die damalige Regierung, rumänische Regierung, wollte sich gerne von allen Juden trennen und die israelische Regierung suchte genau zu dieser Zeit Wege, Israel durch mehr Einwohner schneller größer zu machen und zu stärken. Deswegen boten sie der rumänischen Regierung Geld für jeden Ausreisenwilligen. Also, wir sollten wie Ware verkauft werden. Gleichzeitig war die Stimmung in Rumänien für sehr viele Menschen, egal wie, wir müssen hier weg. Übrigens, jetzt nur Klammer auf, die Form dieses Geschäftes hat später die deutsche Regierung übernommen, indem sie die sogenannten Spätaussiedler nach Deutschland holten. Ja. Viele dieser Spätaussiedler waren seit dem 11. Jahrhundert in Rumänien und lebten dort. Spätaussiedler. Aber bleiben wir zurück bei dem Stand. Die gleichen Menschen, die jetzt auf einmal ausreisen wollen, die waren auf einmal Flüchtlinge, die waren Vertriebene oder Asylsuchende. Offiziell wurden deswegen Interessierte jüdische Mitbürger aufgefordert, einen Antrag zur Reise zu stellen. Auf diese Weise wurde aber auf einmal offiziell bekannt, wer jüdische Vorfahren hat. Könnt ihr euch an ein Bildriss erinnern?
Als die israelische Stadt zu falschen begann aber, hat sich die rumänische Regierung entschieden, auf diesen Geschäft erstmal zu verzichten. Oder sie wollten mehr feilschen. Daraufhin verlor mein Vater seinen Arbeitsplatz. Und weil in Rumänien aber die Pflicht zur Arbeit gesetzlich verankert war, erhielt er einen anderen Arbeitsplatz in eine komplett fremde Branche. Gehen wir nun 12 Jahre später, 1969. Der Grund der finanziellen Einigung kenne ich nicht. Jedoch wurden wir auf einmal aufgefordert, sofern wir Interesse hatten, einen neuen Antrag zu stellen. Die Hysterie in Rumänien, in diesem Land, war in dieser Zeit, egal wie, jeden Weg wegzunehmen, um dieses Land zu verlassen. Und dazu, der Viktor kann sich vielleicht ja, durch sein Alter, weiß ich nicht, an einen Witz, der in Rumänien damals fungierte, erinnern. Und das hieß, eine fragt den anderen, du, wenn jetzt die Grenzen geöffnet werden, was machst du? Da hat er gesagt, oh, ich steige auf den höchsten Baum. Ja, wieso das denn? Damit die Meute mich über mich nicht, ja, zutrampelt, tottrampelt. Aber so war die Idee. Niemand wusste aber, was ihn erwartet. Und ging davon aus, dass irgendwo draußen nur besser sein kann. Wir werden später feststellen, dass es aber für einzelne Menschen auch unterschiedliche Einstellungen gab, wie zum Beispiel, ich muss hier weg, egal wie, oder ich bleibe in diesem Land und organisiere mich, wie es geht. Also, und auch dazwischen viele Lösungen. Viel später erfuhr ich zum Beispiel, dass meine Mutter sich für die Auswanderung nur deswegen entschieden hat, weil sie die Vorstellung hatte, dass es mir besser gehen wird. Mein Vater war der Hysterie des aus dem Land Flüchten gefangen. Und ich in dem Alter ging davon aus, dass draußen, egal wie, besser sein muss. Alle erzählen darüber. Also, meine Eltern haben sich für mich entschieden, dass wir Rumänien verlassen werden und nahmen das zweite Angebot der Ausreise an. Der gesamte Ablauf bis zur Abreise wurde von viel Neid und vielen Problemen begleitet. Am 28. Dezember 1969 war es soweit. Die rumänische Regierung hat unsere Entscheidung überhaupt nicht gefallen und deswegen mussten wir auch die rumänische Staatsangehörigkeit abgeben. Ja, und so sollten wir am 28. Dezember um 10 Uhr Vormittag nach Tel Aviv als Staatenlose abfliegen. An diesem Tag und zu dieser Uhrzeit waren alle Insassen im Zollbereich des Flughafens, hatten die gleich ähnliche Geschichten und auch ähnliche Erlebnisse hinter sich. Jede von uns durfte einen Koffer und kein Bargeld mitnehmen. Jedoch wegen des starken Nebels wurde uns mitgeteilt, dass wir nicht abfliegen können. Also, aus dem Grund wurde uns gesagt, wir sollten einfach das Flughafengebäude verlassen, damit auch den Zollbereich, und am nächsten Tag wiederkommen. Das war für keinen der Anwesenden eine mögliche Option. Zum einen hatten niemand mehr Bargeld. Zum anderen erzählte jemand, dass nach Fällen dieser Art der Abflug sich auf Monate verschoben hatte. Die Spannung, die Angst und die Nervosität waren unbeschreiblich. Jemand hat nach langen Verhandlungen geschafft, dass der israelische Botschafter aus Rumänien angerufen wurde. Und dieser kam und hat für Getränke und Essen besorgt.
Noch wichtiger war die Information, die er uns gab, dass die rumänische Fluglinie für den Missstand verantwortlich ist und hat sich eingesetzt, dass wir noch heute fliegen, weil das wusste ich bis dahin nämlich auch nicht. Die Fluggesellschaft hatte keine Maschine am Boden, die uns nach Tel Aviv bringen könnte. Und Flugzeuge können bei Nebel starten, jedoch nicht landen. Das heißt also, sie hatten gar nicht dafür gesorgt, dass wir um 10 Uhr früh abfliegen können. Die Frage ist, ob das Ganze jetzt am Ende wirklich Sinn hatte. Wir wissen nicht, für wen, welchen Sinn, wovon sind wir geflüchtet oder sind wir vertrieben worden? Eins waren wir sicher, wir waren Asylberechtigte, weil wir gekauft wurden. Ich weiß damals nicht, wie viel ich wert war. Wisst ihr, und da Sinnlichkeit das Erleben durch Sinne ist, weiß ich jetzt, dass sie positiv und spannend sein kann. Um 22 Uhr, also nach 10 Stunden Strapazen, durften wir endlich in unsere Maschine einsteigen. Im Flieger eingestiegen, sagte mein Vater etwas zu mir, was ich in dem Moment nicht 100% verstanden hatte. Ab jetzt, mein Sohn, bist du ein Ausländer. Überall auf der Welt. Zwei Stunden später, um 12 Uhr in der Nacht, sind wir in Tel Aviv gelandet. Innerhalb von 30 Minuten hatten wir unsere Unterlagen. Wir haben unsere israelische Staatsangehörigkeit bekommen, Geld zum Leben, eine kostenlose Wohnung inklusive Sprachschule, ein Taxi, das uns dorthin bringen sollte, und ich einen Platz in einem speziellen Gymnasium mit Internat, wo ich mein letztes Jahr, Schuljahr bis zum Abitur verbringen durfte. Also ich glaube, dass ich sehr lange gebraucht habe und heute noch nicht geschafft habe, diese 30 Minuten zu realisieren, so wie ich sie heute euch erzähle. Ja, ich hatte die erste Stufe meiner Migration damit hinter mir. Und jetzt hoffe ich, dass ihr alle ein anderes Bild habt über Flüchtlinge, Migranten, Aussiedler oder Vertriebene. Jeder, der diesen Schritt macht, sieht seinen Sinn da drin und wird mit positiven und negativen Erlebnissen in seiner Migration überrascht. Auf jeden Fall passiert eins. Er bleibt ein Leben lang Ausländer, egal wo er auf der Welt leben wird. In diesem Sinne. Ovidiu Breta. Ja. Ihr habt gemerkt, dass mir das doch nach nun jetzt 70 Jahre, 60 Jahre, 60 Jahre, 50 Jahre schwer gefallen ist.
Und deswegen staune ich auch heute noch, wie einfach draußen über die Situation der Menschen gesprochen wird, die sich auf dem Weg in der Welt machen. Das gab es immer, das wird immer geben und das ist gut so. Und der Sinn wird jeder von uns erfahren in dem Moment, wo er diesen Schritt macht, weil auch andere von uns ähnliche Schritte in ihrem Leben gemacht haben. Ja, ich hoffe, dass ich euch nicht gleich ganz in Keller stimmungsmäßig gebracht habe damit. Thank you.